Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 10 größten Filmfehler, die ihr übersehen habt. Ja, wir kennen sie alle, die Hollywood-Klassiker, und sie wirken geradezu perfekt. Doch meistens stecken da auch kleine Fehler drin, die wir nicht sehen. Nun wollen wir auf die 10 dümmsten Filmfehler aller Zeiten schauen. Also viel Spaß! Fehler Nummer 1. In Natürlich Blond tut die Frau vor Elle so, als würde sie aus einem Trinkbrunnen trinken. Aber da kommt noch nicht einmal Wasser raus, sie inhaliert buchstäblich nur Luft, während der Poolboy eindeutig Wasser trinkt. Fehler Nummer 2. In Grease versucht Vi, das Licht mit dem Ellenbogen auszuschalten, aber trifft noch nicht mal den Schalter. Eine Sekunde später gehen aber trotzdem die Lichter aus. Ziemlich cool. Filmfehler Nummer 3. In Miss Undercover schlägt Cheryl Gracie mit dem Rosenstrauß und die Blütenblätter fallen ab. Ein paar Sekunden später sind die roten Blüten auf magische Weise wieder dran. Fehler Nummer 4. In Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist während Harrys und Dragos Duellierszene ein Kameramann zu sehen. Ihr seht ihn nun hier deutlich links auf dem Bild. Ziemlich lustig, oder? Mir ist es nicht aufgefallen. Fehler Nummer 5. In Hitch der Date-Doktor hat die Figur von Will Smith eine allergische Reaktion und nur eine Seite seines Gesichts schwillt an. Später in der Nacht wechselt die Schwellung zur anderen Seite. Auch ziemlich ungewöhnlich, würde ich sagen. Filmfehler Nummer 6. Im ersten Film, der Fluch der Karibik-Reihe, kann man in der letzten Szene einen Mann mit einem Cowboy-Hut im Hintergrund sehen. Dies war wohl nicht so ganz geplant. Filmfehler Nummer 7. In Soul Surfer haben sie grünes Tape um den Arm von Anna Sophia Robb gewickelt, um ihn digital aus dem Film zu entfernen. Doch im Trailer ist zu sehen, wo sie vergessen haben, ihn herauszuschneiden. Hier eindeutig im Bild zu sehen. Filmfehler Nummer 8. In Spider-Man rettet die Figur von Tobey Maguire Mary Jane. Doch als sie davonschwingen, ist deutlich zu erkennen, dass er durch eine Puppe ersetzt wurde. Außerdem weht Mary Janes Haar falsch, verglichen mit der Richtung, in die sie beiden schwingen. Hier auf dem Bild nochmal deutlich zu erkennen. Filmfehler Nummer 9. In Girls Club, Vorsicht bissig, erschreckt Katie versehentlich Janice und Damien, wodurch das Popcorn überall hin verschüttet wird. In der nächsten Einstellung ist die Popcornschale wie durch Zauberhand wieder voll. Auch ziemlich lustig und ziemlich cool, wenn das auch so in echt möglich wäre. Filmfehler Nummer 10. In Dirty Dancing fährt Johnny den Wagen, aber wenn du die Gangschaltung genau ansiehst, siehst du, dass das Auto eigentlich im Parkmodus ist. Auch das ziemlich lustig. So, das war's schon wieder mit den 10 dümmsten Filmfehlern aller Zeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und für die Cineasten war auch ein bisschen was mit dabei. Ansonsten schreibt noch ein paar Vorschläge in die Kommentare oder vielleicht habt ihr ja noch ein paar Filmfehler, auf die ihr uns aufmerksam machen könnt, die wir dann beim nächsten Video besprechen können. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.